Moin, moin. Heute habe ich für euch ein Überraschungs-Unpacking. Ich wurde nämlich von Get Digital angeschrieben, ob ich deren Lootbox nicht mal testen möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein, denn die Get Digital Lootbox enthält Merchandise und Nerdkram zu jeglichen Fandoms. Und ich habe jetzt die Dezember-Box zugeschickt bekommen. Sag schon mal vielen lieben Dank an Get Digital. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, was hier so drin enthalten ist. Es gab, glaube ich, jetzt kein besonderes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass Weihnachten vielleicht ein bisschen aufgegriffen wird, aber sonst weiß ich nichts davon. Es ist natürlich immer ein großes Risiko, solche Boxen zu bestellen, wo es keine Themenvorgabe gibt, weil es gibt natürlich auch unglaublich viele Fandoms und viele, die einen vielleicht auch gar nicht so ansprechen. Ich habe schon mal eine Lootbox getestet und da war auch nicht so viel für mich dabei, aber natürlich gibt es einige Fandoms, die mich auch ansprechen und ich hoffe, dass jetzt vielleicht hier auch einiges für mich dabei ist. Aber ich habe mir etwas überlegt, damit ich jetzt nicht so enttäuscht bin, falls oder damit ich weiß, was ich mit dem Kram mache, wenn der jetzt für mich nichts ist, dann möchte ich euch eine Freude machen und zwar den Teil, der für mich nichts ist, denn euch verlosen. Könnt ihr gerne dann in die Kommentare schreiben, wer mitmachen möchte. Steht auch nochmal alles in der Infobox. In der Infobox findet ihr auch den Link zu Get Digital, dass ihr da ein bisschen stöbern könnt. Die haben halt ganz viel Merch, aber eben auch diese Lootboxen. Und ja, ich bekomme dafür jetzt kein Honorar. Ich habe jetzt nur in Anführungszeichen das Paket bekommen, um euch das Ganze mal vorzustellen. Und das freut mich schon ungemein auf jeden Fall. Ja, jetzt wollen wir aber auch anfangen, dieses Paketchen aufzumachen. Ich habe es schon aufgeschlitzt, dass ich das jetzt nicht mehr vor der laufenden Kamera machen muss. Ich weiß, dass in jeder Box ein T-Shirt enthalten ist, auf jeden Fall. Und ansonsten kann da alles drin sein. Es ist auf jeden Fall relativ flach. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Ich taste mal herum. Ich fühle einen Zettel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Spoilerzettel. Ah nee, okay, das ist nur eine Werbung für die legendäre Lootbox für Nerds und Geeks. Es gibt so eine Wichtelbox, die kostet dann allerdings auch 99 Euro. Da sind 8 super geekige Überraschungen. Jede Überraschung ist einzeln als Geschenk verpackt. Knallbuttermischung aus 7 verschiedenen Nerd-Themen. Enthält Waren im Wert von über 160 Euro. Ach so, und hier, das finde ich gerade ganz gut. Hier unten steht nochmal drin, aus welchen Fandoms das enthalten ist, weil ich finde, wenn man so viel Geld ausgibt, dann muss man schon so ein bisschen wissen, was sich dahinter verbirgt und dass man nicht die Katze im Sack kauft. So, ich fühle noch mal weiter rein. Oh, hier ist was sehr Weiches. Das werden wahrscheinlich Socken sein. Ja, und zwar Weihnachts-Alien-Socken. Man sieht hier Aliens, man sieht ein Raumschiff, ein unbekanntes Flugobjekt. Ein paar Sterne und hier unten ist ein Wald, ein Schneewald und nochmal ein UFO. Ja, die sind ziemlich cool. Die sind scheinen auch ja, nicht auch für eine bestimmte Größe, sondern eine Einheitsgröße zu sein. Also die passen immer. Also die wird man auch nur zu Hause anziehen. Ja, die finde ich schon mal ganz cool. Hat, glaube ich, auch kein besonderes Fandom. Hier steht einfach nur Alien Wintersocken. Und hier wird gerade ein Hirsch weggebeamt. Ja, die finde ich schon mal ganz lustig. Auch wenn die jetzt kein besonderes Fandom haben. Oh, hier fühle ich irgendwas Metallenes. Das war ein Pfannenwender. Ja, tatsächlich ein Pfannenwender. Und zwar von Marvel. Beziehungsweise, ich glaube, das ist das Captain America-Zeichen. Ich bin da nicht so bewandert. Das wäre jetzt zum Beispiel auf jeden Fall ein Item, das ihr gewinnen könnt, weil ich damit mit diesem Fandom nicht so viel am Hut habe. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das dürft ihr gewinnen. Und ich erfülle jetzt das T-Shirt. Und es ist auch weihnachtlich. Und zwar ist es Groot. Groot dekoriert als Weihnachtsbaum und zu seinen Füßen liegen Weihnachtspakete. Ist total niedlich, aber auch nicht mein Fandom.
Also auch das könnt ihr gewinnen. Es ist eine XL, aber für Damen, glaube ich. Also eine Damen-XL. Nur dazu. Also das finde ich auch total süß, das Motiv, aber ich würde es halt nicht tragen, weil es nicht mein Fandom ist. Ja, bisher hatte ich noch nicht so viel Glück. Mal gucken, was da noch so drin ist. Oh, hier ist eine Tüte, eine Überraschungstüte mit Kleinkram. Ziehen wir mal was raus. Okay, hier haben wir einen Sticker. Ich kenne das Motiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer es ist, ob das aus Star Wars kommt oder sonst wo. Ich weiß es nicht. Science Fiction ist einfach nicht meins. Und Superhelden-Sachen auch nicht. Es ist allerdings auch weihnachtlich dekoriert. Ich denke mal, in dem Spoiler-Kärtchen wird dann nochmal drin stehen, was es ist. Also das, auch das könnt ihr gewinnen. So, was haben wir hier als nächstes? Nakatomi Corporation Invitation, eine Einladung auf verschiedenen Sprachen. Mal gucken, was für eine Einladung wir haben. Verehrte Angestellte, Partner, Freunde und Angehörige, nach einem überaus erfolgreichen Jahr 1988 wollen wir unsere gemeinsame Leistung mit einer großen Weihnachtsfeier gebührend würdigen. Wir laden Sie daher ein, mit uns zusammen 24. September ab 17 Uhr im Nakatomi Plaza Los Angeles zu feiern. Es erwarten Sie gesellige Beisammensein, ein festliches Buffet und ein großes Abschlussfeuerwerk. Hochachtungsvoll, Josef Yoshinobu Takagi. Und hinten drauf steht nochmal: Im Falle einer Absage wenden Sie sich bitte an unsere Communication Managerin Holly Gennaro. Auch das ist ein Fandom, das ich nicht kenne. Fühle mich gerade so, als wäre ich gar kein Nerd. Es ist einfach gerade nicht mein Fandom dabei. Was haben wir hier? Achso, es ist auch immer noch so lustige Sachen zum Naschen dabei aus aller Welt. Hier haben wir, ich glaube, eine Art Tee zum Auflösen. Easy Cut. Blub, blub. Peanuts, Walnuts, Jobs, Tears Tee. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Nusstee. Ja, den probiere ich auf jeden Fall aus. Das ist etwas, was ich gerne ausprobiere. Ich liebe Tee. So. Hoffentlich mal, was ich kenne. Yay! Es ist was, was ich kenne und was ich liebe. Und zwar A Game of Thrones, das offizielle Kochbuch, ein Auszug aus Kapitel King's Landing. Und zwar ist es ein Rezept, eine Schale Braunes. Klingt ja jetzt nicht gerade sehr appetitlich, aber ich glaube, wenn ich irgendwie kulinarische Genüsse erleben möchte, würde ich nicht unbedingt das Fandom Game of Thrones aussuchen. Auch das Foto sieht nicht sonderlich lecker aus, aber es passt natürlich irgendwie ganz gut. Eine Schale Braunes. Im Loch säumten Topfküchen die Gassen, wo große Kessel voll Eintopf seit Jahren vor sich hin köchelten. Aber das Braune war gar nicht so übel. Gewöhnlich war Gerste darin, dazu große Stücke von Karotten und Zwiebeln und Rüben. Manchmal fand man sogar Äpfel und obenauf schwamm eine Fettschicht. Ja, das ist ein Auszug aus Game of Thrones. Finde ich immer ganz cool, wenn sie tatsächliche Rezepte aus den Büchern nehmen. Ja, und dann steht natürlich auch hier, wie man das Ganze kocht. Ja. Mit Tipps und so weiter. Und ja, ist natürlich auch ein bisschen Werbung für das gesamte Kochbuch. Ja, aber immerhin etwas, was ich kenne, aber da stand ja auch noch mal fett oben drauf, was es ist, aber gut. Und was haben wir hier? Ah, cool, ein Comic aus dem Splitter Verlag, und zwar Conan, wahrscheinlich Conan der Barbar. Ich weiß, dass das verfilmt wurde mit Arnold Schwarzenegger. Nach der Erzählung von Robert E. Howard. Ich finde das Cover ganz cool, obwohl ich jetzt Conan der Barbar ist jetzt auch nicht so meins. Aber ich mag die Zeichnungen, weil die schön farblich immer abgestimmt sind. Hier zum Beispiel eher so in Blautönen. Und hier so ein bisschen grünlich. Ja,
Mal gucken, da werde ich mal reinblättern. Vielleicht lese ich es auch durch. Das kann man ja in so einer Viertelstunde durchlesen und euch dann auch vielleicht ins Paket legen. So, eine Sache haben wir noch. Und zwar ist das ein Button mit einem chemischen Zeichen drauf. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, es ist sogar so braun. Vielleicht ist das irgendwie eine Flüssigkeit, die man gerne mag, so vielleicht Schokolade oder irgendwie sowas. Ja, okay, also diese Tüte haben wir nun auch ausgepackt. Gucken, ob da noch was drin ist. Ah nee, das ist, ich glaube, der Spoiler-Heftchen. Was zum Basteln haben wir? Eine Christbaumkugel. Papercraft. Ja. Das dürft ihr auch haben. Basteln, da bin ich zu ungeduldig für. Ah, okay. Oh, ein Kalender wird das sein. Sie machen es aber noch spannend. Wir haben hier auf beiden Seiten weiß. Ja, sehr cool. Und zwar ist das der Get Digital Nerd Kalender 2020 mit allen Ereignissen, Geburtstagen und Feiertagen für echte Nerds. Dass es den gibt, wusste ich tatsächlich schon. Da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon bei irgendjemandem gesehen, dass es den gibt und das fand ich ziemlich cool. Und jede Seite oder jeder Monat ist irgendwie in einer anderen Nerd-Optik gezeigt. Hier haben wir zum Beispiel Comic-Stil. Oder, oh ja, das ist eine zum Beispiel, die mir sehr gut gefällt. Nostalgisch mit Mario. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Und da stehen dann zum Beispiel bei, dass der 10.3. der Super Mario Day ist. Oder die Geburtsstunde des World Wide Webs 1989 am 12.3. Ja, ist ganz cool. Da bin ich noch gar nicht so sicher. Entweder werde ich den behalten oder werde ich den an meine Brüder verschenken. Aber irgendwie finde ich den so cool, dass ich den schon ganz gerne behalten würde. Vor allem, weil das, damit ich hier auch noch mal was mit rausnehme aus dem Ganzen. So, und jetzt haben wir nur noch das Spoilerheftchen. Das wollen wir uns natürlich noch mal angucken, damit ich auch noch mal schauen kann, was von was ist. Ja, genau, den Nerdkalender. Das Jahr 2020 steht vor der Tür und wie jedes Jahr erwartet dich auch in dieser Dezember-Lootbox wieder die beste Vorbereitung, die man dafür haben kann. Unser super nerdiger Jahreskalender. 12 Monate, jeder in einem eigenen Design, mit den wichtigsten Terminen und Events, die man als Nerd kennen sollte. Genau, denn die Wintersocken, Alien, Weihnacht, ist glaube ich kein, genau, der Conan-Comic, den habe ich erkannt. Groot, der Weihnachtsbaum, der Pfannenwender mit Captain America. Ah ja, guck an. Also, das war nicht Schokolade, der Button, sondern das war Koffein. Also, wer Koffein liebt, der kann sich das vielleicht irgendwo hinpennen. Ich bin kein Kaffeemensch, ich bin ein Teemensch. Schokolade wäre auch noch ganz gut gewesen. Also, den könnt ihr auch haben. Und dieser Tee, das ist koreanischer Hiobstränentee. In Korea gibt es nicht nur grünen Tee. Hiobstränentee wird dort beispielsweise vor allem im Winter getrunken. Der Tee ist sehr nussig und herzhaft. Einfach das Pulver in heißes Wasser geben, umrühren und genießen. Klingt cool. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, die Einladungskarte. Weihnachtsfeier von Nakatomi Plaza. Oder im, wie auch immer. Ah, okay, es gehört zu Stirb langsam. Und dieser Aufkleber ist AT-AT. Ja, so sieht die Weihnachtskugel übrigens aus, wenn man sie fertig gebastelt hat. Und dann ist noch ein bisschen Werbung mit drin zu Graphic Novels oder man kann auch für jede Lootbox immer noch so ein Upgrade dazu bestellen. Da gibt es dann immer zu einem bestimmten Fandom ein Upgrade und das kostet dann immer so um die 10 Euro. Und dann gibt es noch mal was Nettes dazu. Und das nächste Thema ist Star Wars. Ja, Comics und so kleine Figürchen.
Ja, das war die Lootbox, die ehrlich gesagt für mich leider nichts dabei ist. Ich bin aber froh, dass ich jetzt diese Lösung gefunden habe. Sonst hätte ich jetzt so das Gefühl, ja, was soll ich damit jetzt hier zu Hause? Aber jetzt kann ich euch damit ein Weihnachtsgeschenk machen, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk und einfach mal damit Danke sagen und dann erreicht es hoffentlich den richtigen. Also wenn ihr sagt, da sind einige Sachen dabei, die mich interessieren oder die ich selber gut verschenken kann, dann ja, wäre das eine tolle Sache. Allerdings möchte ich gerne, dass ihr nicht einfach nur schreibt, dass ihr es gewinnen möchtet, sondern dass ihr sagt, welches Produkt aus dieser Box euch am meisten gefallen hat und für wen ihr das schenken möchtet, also wen ihr das schenken möchtet, ob euch für euch selbst oder für irgendjemand anderen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja auch noch mal eure Erfahrungen mit der Get Digital Lootbox nennen. Ich weiß, dass die liebe Lea von Liberiarium ja auch immer monatlich diese Boxen erhält und sie auspackt. Und da ist mir halt auch schon einiges untergekommen, was mir selber auch sehr gut gefällt. Ich hatte jetzt einfach Pech. Das ist nun mal leider auch so ein bisschen das Risiko, so ein bisschen der Nachteil an diesen Boxen. Ich bestelle mir daher auch lieber Boxen, wo ich weiß, in welche Richtung es geht. Ja, aber für umsonst war natürlich, kann ich mich jetzt natürlich überhaupt gar nicht beschweren. Ich finde den Nerd-Kalender ziemlich cool. Weiß noch nicht, ob ich den behalten werde. Und auch die Socken finde ich ziemlich cool. Aber die geben natürlich auch nochmal sehr, sehr coole Weihnachtsgeschenke ab. Bei mir ist gerade jetzt noch vor Weihnachten. Also eventuell kommen die auch nochmal unterm Baum. Ich weiß es noch nicht. Für mich oder für andere, da muss ich nochmal in mich gehen. Was ich cool finde, das wurde auch mir in der Mail genannt, als ich gefragt wurde, ob ich die Box mal ausprobieren möchte. Und das hat mich auf jeden Fall gecatcht. Es wurde gesagt, die versuchen halt wirklich Dinge zu konzipieren oder in ihre Boxen zu packen, die man wirklich benutzen kann. Das sind nicht einfach irgendwelche Figürchen oder so, die man sich einfach nur hinstellt, die Sammlerwert haben, die natürlich auch ihr Daseinsgrund haben. Andere sammeln die ganz gerne, aber ich finde halt sowas toll, Nerdiges, was man auch wirklich im Alltag nutzen kann. Und das stand eben explizit in der Mail drin und ja, das hat mich wirklich sehr angesprochen und finde ich echt cool. Ja, das war's. Ich freue mich auf eure Kommentare und werde dann denjenigen oder diejenige anschreiben, die dann gewonnen hat. Ich werde dann irgendwann auslosen. Ich weiß gar nicht, bis wann ich euch Zeit gebe, wann ich das Video hochlade. Ich werde es euch einfach mal einblenden hier irgendwie unten, bis wann ja, das Gewinnspiel geht und in der Infobox steht dann auch nochmal alles weitere, die Teilnahmebedingungen und so weiter. Ja, ich sage nochmal vielen lieben Dank an Get Digital, dass ich diese Box auspacken durfte, auch wenn jetzt für mich nicht so viel dabei war. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht, das für euch ja, zusammen auszupacken. Ach ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Viele Items werden von Get Digital auch wirklich nur exklusiv hergestellt. Also zum Beispiel den Kalender, den gibt es wirklich nur bei Get Digital oder ist direkt von Get Digital. Und ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. So, jetzt ist aber gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.